Meine sehr geehrten Damen und Herren, geschätzte Gasthörerinnen und Gasthörer, Studierende haben auch noch ein paar, Gott sei Dank, hoffentlich werden es im nächsten Semester wieder mehr. Das Programm liegt übrigens dann ungleich später auch auf für alle, das neue Programm, Sommersemester 2015 sind wir schon. Das letzte Ereignis im Rahmen der Europagespräche im Wintersemester 14-15 ist der heutige Vortrag vom Kollegen Dr. Hühe. Und ich freue mich sehr, Hans-Peter, dass du auch den Weg von Wien nach Hildesheim angetreten hast, gestern und gut eingetroffen bist. Ich darf ihn zunächst, den Hans-Peter Hühe, vorstellen und kann ihn sozusagen ein bisschen schon als Urgestein der Historiker im Rahmen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften bezeichnen, für die er seit 1987 schon im Projektwege tätig ist, seit 1991, also im Grunde jetzt rund 30 Jahre tätig, zunächst im Rahmen der Historischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und im Zuge von Fusionierung und Restrukturierungsmaßnahmen seit 2013 im Rahmen des Instituts für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung. Begonnen hat es zunächst mit Mathematik, technische Mathematik an der TU Wien, aber das nur kurze Zeit, weil dann entfaltete sich die Liebe für Geschichte und Politikwissenschaft an der gleichnamigen Ort, aber nicht an der TU, sondern an der Alma Mater Rudolfina, Universität Wien, Studium der Geschichte der Politikwissenschaft. Interessant ist, wenn man den Lebenslauf liest, wir haben heute darüber gesprochen, es war schon in den 70er und 80er Jahren nicht so einfach, zu wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen, akademischen Karriereschritten zu kommen. Möglicherweise war es sogar schwieriger und härter, als es heute der Fall ist. Also wir reden jetzt zuletzt von Prekariaten, eine etwas euphemistische Bezeichnung, wenn man da immer an Prädikat denkt, aber es ist etwas ganz anderes. Prekariate sind also nicht gesicherte Stellen. Wenn man den Lebenslauf von Hans-Peter Hühe studiert, so erfährt man von diversen Beschäftigungen, die ihn aber auch um viele Erfahrungen und Alltagserinnerungen reicher gemacht haben. Mautkassier, Lagerarbeiter, Kraftfahrer, Nachtportier, aber auch eben Promotion zum Dr. Phil 1987, übrigens im gleichen Jahr haben wir beide promoviert, 1987, zum Thema die Niederösterreichische Ökonomische Gesellschaft, eine Forschungsarbeit, eine Approbationsarbeit, die sich mit den 60er, 70er und Anfänge der 80er Jahre des 18. Jahrhunderts befasst hat, 1765 bis 1782, Möglichkeiten und Grenzen einer theresianischen Landwirtschaftsgesellschaft. Promotion 1987, in weiterer Folge, wie viele, die in diesen Jahren promoviert haben, Akademikertraining, mehrjährige Tätigkeiten als freiberuflicher Historiker und dann, wie erwähnt, wissenschaftliche Mitarbeiter im Rahmen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, vor der Historischen Kommission, schon in der Kommission für die Geschichte der Habsburger Monarchie als Akademieangestellter und schließlich dann Historische Kommission und INZ. INZ steht für Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung. Erwähnen darf ich eine Reihe von Publikationen, die nennenswert sind. Neben der Dissertation Das politische System der Habsburger Monarchie, Konstitutionalismus, also die Verfassungsstrukturen, Verfassungswerdung, Parlamentarismus und politische Partizipation, also politische Teilhabe. Eine ganze Reihe von Herausgeberschaften, gemeinsam mit Grete Klingenstein und Fritz Fellner, der Umgang mit Quellen, ich kann mich noch gut erinnern, diese große Veranstaltung im Österreichischen Staatsarchiv zur Problematik von Quelleneditionen, neuzeitlichen Quelleneditionen vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Mit der Kollegin Heider Wilson 1848, Sie wissen das Revolutionsjahr, Ereignis und Erinnerung in den politischen Kulturen Mitteleuropas, in den Zentraleuropa-Studien. Mit Frau Mazzol und dem Kollegen Niederkorn Nationalgeschichte als Artefakt, also Nationalgeschichte als ein Kunstprodukt zum Paradigma Nationalstaat in den Geschichtsschreibungen, in den Historiografien Deutschlands, Italiens und Österreichs. Und mit Gabriele Haupt-Moritz und Marlies Raffler ein Werk zum Thema Adel im langen 18. Jahrhundert. Es gibt auch ein
langes 18. ist nicht mein langes 19. Jahrhundert. Vielfältige Aufsätze zur Geschichte des Vereinswesens, zur Herausbildung der bürgerlichen Gesellschaft. Vereine sind Ausdruck bürgerlicher Gesellschaften, städtegeschichtlicher Strukturen, bürgerliches Vereinswesen, zur Liberalisierung des Vereinsrechtes in Österreich, das ist ganz wichtig, das Jahr 1867, das heute noch die Grundlage ist. Wenn Sie einen Verein gründen wollen in Österreich, können Sie und müssen Sie das tun aufgrund eines Gesetzes aus der Zeit der Habsburger Monarchie, nämlich aus 1867. Sie sehen, wie lange auch diese Verfassungsgrundsätze, Grundrechte weiterwirken, über die Monarchie hinaus, über die Erste Republik hinaus, über den Ständestaat hinaus, über die NS-Zeit hinaus, wo Österreich ein Teil des Dritten Reiches wurde, bis in die Zweite Republik. Wiener Vereinsmeier um 1900, Bürgerlichkeit im Spiegel des Vereinswesens am Beispiel der Stadt Aussig, einer Stadt in Nordböhmen, rumänische Vereine bis 1914-16, also eine Fülle von Beiträgen in diesem Bereich, aber auch zum politischen System der Habsburger Monarchie, über Josef Redlich, also Historiografie Geschichte, ein österreichischer Historiker aus den böhmischen Ländern, der Aufstieg der Jungtschechen im Spiegel der Quellen der Wiener Regierung, also eine ganze Fülle von verschiedenen Beiträgen, man kann also sagen Bürgertumsgeschichte, Verfassungsgeschichte, Rechtsgeschichte, Alltagsgeschichte und ein neues Feld, das sich jetzt in letzter Zeit intensiver erschlossen hat, Staatshaushaltsgeschichte. Zu diesem Thema wird uns Hans-Peter Hühe heute einen Vortrag halten, wo er gegenüberstellt die Frage der Regelung, der Gestaltung der Staatshaushalte im 19. Jahrhundert. Es geht um Preußen, um das Deutsche Kaiserreich und um Österreich. Ein Vergleich. Und ich freue mich auf die Ausführung. Herzlich willkommen und nun bist du an der Reihe. Bitte schön. Ja, danke sehr. Geld, meine Damen und Herren, Geld ist nicht zuletzt ein Ausdruck des Vertrauens in seinen Emittenten. Der Emittent, der mittelbar oder unmittelbar ident ist mit der Spitze des jeweiligen politischen Systems bzw. des Staates. Es kann dies etwa ein Landesfürst sein, wie hier der polnisch-litauische König bzw. Großfürst Stefan Báthory, der hier gewissermaßen durch sein Abbild gewissermaßen die Garantie gibt in die Festigkeit des Geldes. Es kann dies aber auch der Magistrat einer Stadtgemeinde sein oder eine geistliche Herrschaft. Der Magistrat einer Stadtgemeinde, wie hier oben die Stadt Hildesheim, oder unten der Fürstbischof von Hildesheim. Wir sehen also, es kann auch auf engstem Raum mehrere Währungen geben. Warum eine Geldemission? Nun, Geld ist der Versuch des Souveräns, Güter und Dienstleistungen aus dem Wirtschaftskreislauf des Landes an sich zu ziehen. Geld ist so gesehen eine Art Schutzschein, der einerseits selbst unverzinslich ist, dessen Umlaufmenge von den Gläubigern, nämlich den Geldbenutzern, selbst nur schwer beeinflussbar ist. Prinzipiell ist der Emittent damit aber in der Lage, seine Schulden jederzeit zu reduzieren, beziehungsweise im Extremfall ohne Gegenleistungen und ohne Konsequenzen seine Schulden zu tilgen. Und solchen Verlockungen konnten und können politische Systeme zuweilen sehr, sehr schwer widerstehen. Die Emission von Geld
war nicht nur für Friedrich II. Ein probates Mittel zur Finanzierung seines Staatszwecks des Krieges. Eckhard Schreimer definiert einmal, der nahezu klassische Weg ist das Bezahlen mit schlechter Münze aus den landesherrlichen Münzstätten, den Vorläufern der Papiergeld- und Zentralnotenbank. Nun, wir sollen dabei aber nicht übersehen, dass die freie Handelbarkeit des Geldes einen ganz besonderen Nebeneffekt zeitigte, indem sie nämlich den intensiven Warenhandel jenseits einfacher Tauschbeziehungen ungemein erleichterte, wenn nicht gar sogar erst ermöglichte. Dieser Warenhandel, dieser Handel, ist aber nur dann möglich, wenn das Vertrauen in die Sicherheit, in den Wert des Geldes hoch ist. Dann kann Geld oder die Währung zum richtig gehenden nationalen Gedächtnisort werden. Sie sehen also, es herrscht dann plötzlich ein Zusammenhang zwischen meinem Staat, meiner politischen Zugehörigkeit und dem Vertrauen. In Gott we trust. Und entsprechend finden sich, ich wollte es schon zeigen, auf den Münzen und vor allem eben auch auf den Geldscheinen neben den Emittenten immer wieder weitere Symbole nationalen Stolzes. Ist nun aber das Vertrauen in das Geld niedrig, geht auch diese Funktion als Gedächtnisort verloren. Nur selten gelingt es dann, die Kaufkraft dauerhaft durch Zwangsmaßnahmen aufrechtzuerhalten. Waren verschwinden von den öffentlichen in Richtung der Schwarzmärkte, wo sich zumeist eine Parallel- bzw. eine Fremdwährung etabliert, also eine Währung eines fremden Emittenten. In einem solchen Fall steckt das jeweilige politische System jedenfalls in einer manifesten und sehr oft hausgemachten Vertrauenskrise. Fassen wir also nochmal zusammen kurz. Geld verkörpert insgesamt auch eine mittelbare Aufsaugfunktion, indem sich der Emittent des Geldes durch dieses Instrument Überschüsse dienstbar machen kann, so gering diese auch sein mögen. Geld und damit die Währungspolitik wird damit immer mehr zu einem zentralen Element der Souveränität der modernen Staatlichkeit, wie sie sich im Verlaufe des europäischen 18. und 19. Jahrhunderts herausbildete. Dieser Staat versucht sich also, möglichst der gesamten Überschüsse seines sich mehr und mehr verfestigenden Territoriums zu versichern und diese auch seinen Zwecken dienstbar zu machen. Welche sind nun diese Staatszwecke und welche sind die zur Erreichung dieser Staatszwecke erforderlichen Mittel? Nun, Staatszwecke wurden und werden bekanntlich häufig pathetisch überhöht. Von historischen, zivilisatorischen Missionen kann da die Rede sein, von religiösen Motivationen, von vielen anderen mehr. Und mit dieser Frage der Staatszwecke, Staatsaufgaben, Missionen haben sich insbesondere nationale Historiografien erschöpfend auseinandergesetzt. Jenseits dessen können wir aber eben mit dem Blick auf die Geldverwaltung, der ein zentraler Bereich der Staatshaushalte ist, und damit mit dem Blick auf die Staatshaushalte einen relativ nüchternen Befund
über die eigentlichen Staatszwecke zutage befördern. Oder um es mit Rudolf Goldscheid, dem Pionier der Finanzsoziologie, zu formulieren. Und ich bitte da, der Editor hat mir da einen Streich gespielt. Der Haushalt ist das Skelett eines Staates, enthüllt von allen irreführenden Ideologien. Und von daher sollte sich also anhand der Ausgabenstruktur ein Zugang zu den primären materiellen Zwecken eines Staates finden lassen, zumal diese ja Ergebnis von Prioritätensetzungen sein müssen. Und ein Wandel dieser Prioritätensetzungen müsste also die Möglichkeit enthüllen, den Staatsbegriff zu historisieren und in seinem Wandel fassbar zu machen. Kurz davor müssen wir uns aber zunächst einmal kurz auseinandersetzen mit der Frage der Mittel, der Einkommen. Erwähnt habe ich bereits die Emission des Geldes, bekanntlich ein Mittel, das für die Deckung des Bedarfs aber niemals ausreicht und ausreichen konnte. Von daher kennen wir also drei weitere Quellen staatlicher Einnahmen. Es sind dies Eigenmittel, es sind die Steuern und es gehört dazu der Staatskredit. Die eigenen Mittel sind wohl die allerälteste Form der Finanzierung, wenn man so will, einer politischen Herrschaft. Es ist dies die alte Forderung, the state should live on his own. Er sollte also seine Abenteuer, der Landesfürst oder der Regionalgroße, sollte also zur Erreichung der gemeinsamen Zwecke in erster Linie seine Mittel einsetzen und dafür seine Leute mit mobilisieren können. Die Quellen dieser Eigenmittel wurden dann vor allem eben die landesfürstlichen, vor allem von staatlichen Domänen, die Bergwerksregale, sonstige staatliche Unternehmungen, Monopole vor allem auf Salz und Tabak und im 19. Jahrhundert dann mit zunehmender Bedeutung die verstaatlichten Formen der Infrastruktur, insbesondere also Bahn, Post und Telegrafie. Der zweite dieser drei klassischen Bereiche, die Steuern, hierzu muss ich zunächst bemerken, dass die Geschichte des staatlichen Steuerwesens von der Leistung einmaliger Abgaben hin zu einer permanenten Bezahlung bereits jetzt Bibliotheken füllt und auch hier auch nicht nur ansatzweise wiedergegeben werden kann. Ein Hinweis muss aber erfolgen. Es besteht ein sehr, sehr enger und unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Etablierung dauerhafter Steuern und der Aufstellung eines stehenden Heeres. Für uns ist hier aber sehr, sehr wichtig zunächst die Unterscheidung, Sie kennen es alle, zwischen direkten und indirekten Steuern. Indirekte Steuern, zu denen eben auch Abgaben und Gebühren zu rechnen sind und in manchen Augen auch die Mehrerträge aus den staatlichen Monopolen. Zu den direkten Steuern, eine schwierige Sache, da zeigt sich im 19. Jahrhundert eine Entwicklung von unterschiedlichen Wegen. Wir erkennen Formen wie die Kopfsteuer, die Besteuerung von Grund- und Hausbesitz. Es gibt eine Berufsklassensteuer. Und dann findet sich allmählich der Weg, das ist eine internationale Tendenz, die sich zeigt, mit dem englischen Vorbild vor allem, hin zu einer progressiven Einkommensteuer, die dann sehr erfolgreich sein kann, wenn auch mit aufgrund einer gelungenen Wirtschaftspolitik die Wirtschaft wächst und der Wohlstand damit steigt. Das Verlockende bei den indirekten Steuern, und verlockend, da nehme ich jetzt die Perspektive des Steuereintrebers ein natürlich, das Verlockende
an den indirekten Steuern ist zunächst einmal die kaum überschaubare Bandbreite möglicher Besteuerungsobjekte. Es können das sein Konsum- und Luxusartikel, es können das sein im Gebühren, Taxen, Stempel, Mauten und Zöllen und eben genau genommen, wie ich bereits erwähnt habe, die Mehrerträge aus den staatlichen Unternehmungen, wie beispielsweise Salz und Tabak. Und diese letzteren Mehrerträge soll man nicht zu gering schätzen. Im Zeitraum zwischen etwa 1869 und 1910 macht beispielsweise der Monopolgewinn für Tabak in Österreich 62% aus. Das heißt, ein Unternehmen, das mit 62% Gewinn macht, würde man heute sagen, das schafft nicht einmal einen Mafioso-Betrieb. Aber diese 62% sind nicht nur ein ungeheurer Gewinn, sondern machen über den ganzen Zeitraum immer wieder knapp 10% der gesamten Staatseinkünfte aus. Also stellt sich vor, wenn wir so Sachen abschaffen, dann kommt der Staat in eine hätte der Staat in eine manifeste Krise kommen können. Wie sich aber immer wieder zeigt, ist der staatliche Bedarf in der Regel meist höher als das Volumen der Einnahmen über Eigenmittel und Steuern. Und deshalb sind Staaten regelmäßig zur Aufnahme von Krediten genötigt, deren Bedienung dann abgabenseitig in Form des Schuldendienstes spürbar wird. Idealerweise sollte nun die Kreditaufnahme einem außerordentlichen Investitionsbedarf dienen, einem Bedarf dafür, dass der zu erwartende Mehrertrag größer ist als die zusätzlichen Belastungen, die aus dem erhöhten Schuldendienst entstehen. Nicht selten kam und kommt es allerdings auch vor, und dann wird es gefährlich, dass auch die laufenden Kosten zum Teil durch Kredite mitfinanziert werden müssen. Und vor allem, und das ist namentlich für die europäische Staatenwelt des 18. und 19. Jahrhunderts von größter Bedeutung, war der plötzlich eintretende militärische Mehrbedarf in der Regel nur durch Kredite zu finanzieren. Konnte allerdings dieser Mehrbedarf nicht finanziert werden, und das ist die existenzielle Frage, konnte dieser militärische Mehrbedarf nicht finanziert werden, konnte oder stand das Staatswesen möglicherweise unmittelbar vor seinem Zerfall. Welche Formen von Krediten gibt es? Ich muss das ganz kurz erwähnen. Geld haben wir bereits erwähnt, als eine handelbare, zinsenlose und nicht rückzahlbare Anleihe. Wir haben dann kurzfristige Kredite, insbesondere in Form der schwebenden Schuld, schnell zurückzuzahlen. Und dann aber vor allem die unterschiedlichen langfristigen Anleiheformen, rückzahlbare, nicht rückzahlbare, Lotterieanleihen, weitere Anleihen, die Möglichkeit ist hier sehr, sehr weit gestreut, verschiedene Zinssätze, Sie kennen es alles, also bis heute auch die Frage Umschulungen, Veränderungen der Anleihebedingungen und so weiter, sind alles zentrale Fragen des politischen Alltags. Der Schuldendienst insgesamt, und das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Posten in jedem Budget, setzt sich demnach immer wieder zusammen aus der Tilgung laufender Kredite und aus der Bezahlung der anfälligen Zinsen, wobei der Zinsendienst in der Regel ein Vielfaches der Tilgungen ausmacht. Nun, Kredit, wie der Name schon sagt, setzt Vertrauen voraus. Die Gläubiger wollen wissen, wie besichert der Kredit ist, welche Garantien für die Bedienung der Schulden bzw. des Schuldendienstes gegeben werden können. Insgesamt also, welche Bonität der staatliche Kreditnehmer hat, welches Vertrauen er genießt.
Je höher dieses Vertrauen, desto billiger natürlich der Kredit, desto besser der Kurs, mit dem die Anleihe platziert werden kann. Und wie wir später noch sehen werden, Anleihenkurse sind ein exzellenter Maßstab für das Vertrauensausmaß und damit auch für die innere politische Stabilität eines politischen Gemeinwesens. Sinkt nämlich dieses Vertrauen, ist ein Staat immer weniger in der Lage, dringende erforderliche Mittel im Kreditwege aufzutreiben. Und damit sinkt auch sein Vermögen, seine Auftraggaben zu erfüllen. Ich überspringe jetzt die Frage der kurzfristigen Möglichkeiten. Wichtig ist es eben mit der Frage der Vertrauensbedingungen. Wir sehen Einsätze in etwa mit dem 19. Jahrhundert, in Kontinentaleuropa natürlich, gewissermaßen, dass das Vertrauen in den traditionellen Vertreter und Repräsentanten des Staates, nämlich den Landesfürsten und seinen Hof, sinkt und dass es allmählich zu einer Art Parlamentarisierung der Staatsverschuldung kommt. Vor allem zunächst einmal in Preußen, bereits 1820 mit der sogenannten Verordnung wegen der künftigen Behandlung des gesamten Staatsschuldenwesens. Aufnahme neuer Schulden war damals demnach nur mehr möglich, dem preußischen König mit der Zustimmung einer seinerzeit noch zu erwartenden reichsständischen Versammlung. In Österreich finden wir deutlich später derartige Tendenzen, zunächst im Jahr 1848-49, als der dringend erforderliche Geldnummer in Form parlamentarisch beschlossener Anleihen lukrierbar war und dann vor allem ab 1859. Das Unangenehme bei dieser Parlamentarisierung der Staatsschuld ist nun eben auch das, dass mehr und mehr in dem Grad, wie eben der parlamentarische Körper die Bevölkerung repräsentiert, dass mehr und mehr die gesamte Bevölkerung in die Schuldpflicht unmittelbar genommen wird. Betrachten wir nun notwendigerweise ganz kursorisch die Gestaltung der Staatshaushalte in Preußen und in der Habsburger Monarchie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dazu eine kurze notwendige Vorbemerkung. Meines Erachtens müssten wir mit dieser Beobachtung bereits 1763 mit dem Ende und Abschluss des Siebenjährigen Krieges beginnen, der aus europäischer Sicht ohne weiteres als eine Art Erster Weltkrieg angesehen werden kann, an dessen Ende alle Beteiligten schwerst verschuldet waren und wo wir auch sehr deutlich zeigen können, dass gerade auch aufgrund dieser prekären Lage der Staatsfinanzen sowohl die amerikanische als auch die französische Revolution, das damit in unmittelbarem Zusammenhang steht. Diese Lage der Finanzen ist auch die Ursache eines dann in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts sichtbaren enormen Reformdrucks, den wir heute ab und zu eigentlich etwas verdunkelnd als Aufklärung bezeichnen. Der aber von Christopher Bailey in seinem Buch auch eigentlich als der Beginn der Geburt der neuen Welt gesehen wird. Wir wollen hier aber aus pragmatischen Gründen erst mit dem Abschluss des Wiener Friedens, also mit 1815 bzw. 1820 beginnen, aus dem einfachen Grund, weil mir selber bislang die Daten von früheren Zeiten verborgen sind und ich da erst eigentlich Arbeit noch leisten müsste.
Ich hab hier also jetzt die Entwicklung hier also jetzt kurz gegenübergestellt, sehr schematische Entwicklung der Ausgaben in Preußen zwischen 1821 und 1872. Allerdings, wie Sie hier sehen, in großen etwa 10 Jahresschritten. Für Österreich von 1819 bis 1859 habe ich weitgehend jährliche Daten erhalten. Man kann es aber dennoch recht gut schematisch gegenüberstellen, wie Sie gleich sehen werden. Und wie Sie sehen, vom Umfang her, das sind jetzt zunächst einmal die absoluten Zahlen, hält sich zunächst, und ich bitte Sie vorerst nur die linke Seite der Grafik anzusehen, also für den preußischen Fall bis zum Sprung von 62, im österreichischen Fall bis 47. Hält sich das Wachstum des Umfangs des Staatshaushaltes in relativen Grenzen. In Preußen steigen die Ausgaben von gut 200 Millionen Taler 1821 auf gut 250 Millionen 1852, in Österreich von knapp 115 Millionen 1819 auf 168 Millionen 1847, wobei nun aber der größte Anstieg, das sehen wir, die Ausgaben unten, das ist die schwarze Linie, wobei der größte Anstieg in die Zeit war 1832 fällt. Und dann, 1832, wird es relativ gleichbleibend. Das hat nun seine ganz speziellen Gründe, die wir vor allem erkennen können, wenn wir die relativen Ausgabenanteile gegenübersehen. Und es wird, wenn wir wieder die preußische Tabelle anschauen, wird sicherlich gerade auch wegen der gerade erwähnten Beschränkungen der Schuldenaufnahme, entwickelten sich hier auch in Preußen die einzelnen Ausgabenposten überaus stabil, wobei deutlich ins Auge springt, dass die militärischen Ausgaben bei sinkender Tendenz zwar immer mehr als 40% der Gesamtausgaben ausmachten, die militärischen Ausgaben sind oben die rote Linie, dass dieser Aufwand aber eben bis 62 stets geringer war als der Aufwand für die Zivilverwaltung. Das war insbesondere auch deshalb möglich, weil es gelungen ist, den Aufwand für den Schuldendienst weitgehend zu beschränken. Also wenn Sie den Schuldendienst betrachten, das ist diese gelbe Linie, die hält sich ganz selten, geht es über 10% raus. Es ist meistens wesentlich tiefer als 10%. Während die Zivilschuld, also die militärische ist die orange, die sinkt, und die zivile Schuld nimmt zu. Das heißt also, es ist eine vermehrte Bereitschaft, in den zivilen Bereich Geld zu stechen und zu investieren und das sogar gut zu investieren, sodass wir annehmen können und davon ausgehen können, dass die Einnahmen eben stabil waren, flüssig waren und dass gleichzeitig gewissermaßen der Haushalt in einem guten, ausgeglichenen Maßstab war. Mit ausschlaggebend, das werden wir dann gleich sehen, sind eben sicherlich, was Preußen betrifft, die Einnahmen aus den Eigenmitteln, wobei eben, wie gesagt, die Eisenbahnen dazukommen und wirtschaftspolitisch, also ganz, ganz sicher auch die Wirkung der Bildung des Zollvereins mit der dadurch möglichen wesentlichen Verstärkung des Handels und damit eines Wirtschaftswachstums. Im Verbund mit der bekannten strengen inneren Reformpolitik gelang es Preußen damit nicht nur, die Verpflichtungen zu erfüllen,
die sich aus dem enormen Schuldenberg herrührten, die sich während der Napoleonischen Kriege angehäuft hatten. Preußen war in der Lage, und das ist also wirklich sehr, sehr bemerkenswert, diesen Schuldenberg bis 1848 in absoluten Zahlen annähernd zu halbieren. Das ist also eine ganz beachtliche Leistung. Im Gegensatz dazu, stieg der absolute Betrag der Staatsschulden in Österreich vor 1848 weiter an. Dabei wirkten sich zweifellos die beiden militärischen Interventionen auf der Apenninenhalbinsel an, 1821 und 1833, zunächst in Neapel und dann in Parma, Modena. Und Sie sehen hier, also das sind die relativen Ausgaben, ich kann noch einmal zu den absoluten Ausgaben zurückgehen. Sie sehen hier unten die Defizitlinie, die 21 und Anfang der 30er deutlich wird. Und hier die rote obere Linie, das sind die Militärausgaben, die gewissermaßen plötzlich in die Höhe schnellen und alle anderen Ausgaben natürlich blockieren. Damit stieg natürlich der Anteil für den Schuldendienst rasch an, der ursprünglich hier, das ist die unterste braune Linie, ursprünglich bei 20% liegt. Und zu Beginn oder spätestens ab der Mitte der 30er Jahre stets bei etwa 30% liegt und gewissermaßen bedingt, und das ist dann diese ganz spezielle Zeit des österreichischen Vormärz, die etwa 1835 eintritt, der absolute Stillstand. Ich bin nicht mehr in der Lage, militärische Ausgaben zu erhöhen, das heißt, ich kann mich nicht mehr auf außenpolitische Abenteuer einlassen. Ich muss mit den vorhandenen Mitteln einigermaßen die innere Zivilverwaltung finanzieren können, permanent wissend, dass wenn ich das Ganze aus dem Gleichgewicht bekomme, gewissermaßen am internationalen und nationalen Finanzmarkt das Geld immer teurer wird, weil der Schuldenberg steigen muss. Das heißt, musste eine Politik des Stillstandes sein, wissend, dass die Veränderung, die kommen wird, vermutlich eine sehr, sehr starke Krise der Staatsfinanzen entwickeln wird. Und die ganze Sache tritt dann Ende 47, Anfang 48 ein. Es ist dies ein ganz besonderer Aspekt des Revolutionsjahres und wir wissen also auch, dass die Revolution ausgebrochen ist, auch in Österreich, auch deswegen, weil plötzlich die Kurse der Anleihen heruntergebrochen sind und die Anleger, das waren natürlich Inlandsanleger sehr vielfach, sich das nicht mehr gefallen lassen wollen. Wir haben einerseits die große europäische Landwirtschaftskrise in den Jahren unmittelbar vor 48, die Preise stiegen und dann vor allem Geld ins Ausland floss. Und wir haben insbesondere ein zunehmendes Unruhepotenzial auf der italienischen Halbinsel, für die Österreich sich weiterhin zuständig fühlte. Und es war nur eine geringe Steigerung der Militärausgabe, gab man an der Schwelle von 47 zu 48, die dann dieses ganze System vollkommen in sich zusammenbrechen. Also diese Ziffern, es sind natürlich die preußischen Ziffern wären sicher auch differenzierter zu sehen, wenn ich Jahresschnitte hätte. Aber im großen Trend sehen wir also den vollkommenen Unterschied. Und wir wissen natürlich auch in der Gegenüberstellung, Preußen wusste, wir müssen uns während dieser Zeit, um uns innerhalb im Inneren einigermaßen zu regenerieren, müssen wir uns tunlichst vor allen Abenteuern raushalten. Die österreichische Position ist vielleicht nicht ganz so friedfertig. Man nimmt also den Auftrag
der Wiener Ordnung ernst und sagt, wir sind zuständig als Schutzmacht für den Status quo auf der italienischen Halbinsel, koste, was es wolle. Und was es wolle, war nahezu der Zusammenbruch des Systems. Und was dieser Zusammenbruch auch noch bedingt hat, ist, Sie sehen also die unterste Linie auf dem unteren Diagramm. Lange Zeit ist es einigermaßen gelungen, den Haushalt wenigstens ausgeglichen zu halten, das heißt also ein Defizit zu vermeiden. Und dieses Defizit, und das ist kurzfristige Schuld, die also den Kredit ungeheuer verteuert, steigt also nach 1848 sprunghaft an, und zwar in drei Wellen. Und diese drei Wellen können Sie also ganz, ganz genau bestimmen. Hier sehen Sie auch mit den militärischen Ausbildungen die drei Zacken. Das ist erstens die militärische Auseinandersetzung, die Österreich dann zu führen hatte in Ungarn und auf der italienischen Halbinsel 1848-49. Der zweite Zacke, ein bisschen geringer, die Verwicklung in den Krimkrieg. Und die dritte Zacke, das ist der Krieg in Frankreich und Piemont 1859, der dann auch katastrophal im Sinne der Staatsfinanzen ausgegangen ist. Die vierte Zacke, die also sicherlich dann auch zu erwarten ist, ersparen wir uns, um hier noch friedfertig zu bleiben. Das wäre also 1866. Auf der rechten Seite in der preußischen Tabelle haben wir auch dann plötzlich einen Zacken auf. Und dieser Zacken ab 62 verweist natürlich auf die Anstrengungen, auf das gewissermaßen kriegerische preußische Jahrzehnt der 60er Jahre. Also 1864 Dänemark, 66 der Krieg gegen Österreich und dann 71 der preußisch-französische Krieg. Ich bitte Sie, dass Sie diese Zacke in Erinnerung bewahren, wir werden dann wieder darauf zurückkommen. Wie schon gesagt, 1859 war die Habsburger Monarchie in ihrer inneren Gestaltung, wie sie war, als damals neo-absolutistisches Regime, also der Kaiser, der sich gesehen hat im Vollbesitz seiner gesamten ungeteilten Souveränität, nicht mehr in der Lage, am Kapitalmarkt Geld zu bekommen. Die Armee stand vor der Auflösung und damit auch das Reich. Was dann passiert wäre, ist eine kontrafaktische Geschichte. Tatsächlich ist es dann nur mehr gelungen, eben durch eine ernsthafte, dauerhafte Parlamentarisierung gewissermaßen die nötigen Kredite zu erhalten. Parlamentarisierung, die in dem Sinne auch bedeutete Notwendigkeit einer inneren politischen Konsolidierung, auf die ich später noch kurz zurückkommen will. Diese innere Konsolidierung der Habsburger Monarchie ist aber auch das Teil einer gesamten Konsolidierung des politischen Raums in der Mitte Europas zu sein, an deren Ende eben nach 1866 die österreich-ungarische Monarchie entstand und die dann 1871-72 mit der Neuordnung in Deutschland und der Reichsgründung einen vorläufigen Abschluss fand. Um nun jetzt Österreich-Ungarn und das Deutsche Reich gegenüberzustellen, müssen wir diese neu entstandenen inneren Strukturen ganz kurz skizzieren, soweit sie für unseren Zusammenhang von Bedeutung sind. Zunächst einmal das Deutsche Reich. Ich habe hier die Verteilungsstrukturen von 70, 90 und 1910 nach der Bevölkerung. Sie sehen also, der unterste Balken ist der preußische Bevölkerungsanteil. Preußen, dass das eben jetzt 1866 noch einmal ganz, ganz wesentlich erweitert worden ist.
Unter anderem natürlich, wie Sie alle besser wissen als ich, in Hannover, dann haben wir Frankfurt, Elsass-Lothringen, Kurhessen, was habe ich gesagt? Holstein, Hannover, Nassau, Frankfurt. Preußen ist hier nicht nur eben bevölkerungsmäßig der ganz mit Abstand bedeutendste Gliedstaat dieses neuen Deutschen Reiches, das insgesamt aus 24 Gliedstaaten und des vom Reich unmittelbar verwalteten Reichslandes Elsass-Lothringen bestand. Ich zeige Ihnen hier nur kurz, Sie kennen das sicher alle besser als ich, noch einmal die Strukturen an der Spitze des Deutschen Kaiserreiches. Sie sehen also durchaus ein System von Checks and Balances hier. Gewissermaßen vor allem, wenn Sie betrachten, der Reichstag, der gewissermaßen dem Reichskanzler gegenüberstehen soll, aber auch ganz wichtig der Bundesrat, der in den Gesetzgebungsprozess eingebunden ist, in dem aber dann gleichzeitig es eine Sperrminorität gibt von 14 Stimmen, die Preußen aufgrund seines Übergewichtes auf jeden Fall hat. Wir sehen die große Bedeutung, die Preußen auch dadurch hat, dass der preußische Ministerpräsident automatisch zum Reichskanzler wird. Der Reichskanzler, der an der Spitze einer Reichsregierung steht, die aber mehr dem Namen nach eine Regierung ist, weil sie nicht aus dem Ministerialprinzip besteht, sondern eben sozusagen der Reichskanzler mit weisungsgebundenen Staatssekretären das Reich, aber nicht die Gliedstaaten regiert. Etwas einfacher dagegen und doch strukturell unterschiedlich Österreich-Ungarn. Österreich-Ungarn bestand zunächst aus zwei in etwa gleich großen, also vergleichbar großen Reichsteilen, die sich jeweils gegenseitig verstanden haben als weitgehend souveräne Staaten, die eigentlich nur durch die Person des gemeinsamen Monarchen, des Kaisers von Österreich und des Königs von Ungarn, verbunden sind. Und wo man gewissermaßen sagt, naja, diese Gemeinsamkeit, der könnten einige Aufgaben übertragen werden, nämlich die eben unbedingt, wenn man so will, in der traditionellen Prärogative des Landesherrn sind, als da sind die Außenpolitik, das Kriegswesen und natürlich in gewissem Sinne die Frage, wie finanziere ich diese Politik. Zu diesem Zweck wurden sogenannte gemeinsame Ministerien eingerichtet, die ihrerseits, es ist relativ schwer zu verstehen von unserer heutigen Sprachwahl aus, aber die keine Regierung bilden. Das sind also eigentlich gemeinsame Verwaltungsbehörden, die autonom zueinander stehen und es gibt keinen gemeinsamen Ministerpräsidenten oder sonst was. Also es ist ein eigenartiger Körper. Neben eben diesem, wenn ich so sagen will, diesem Österreich-Ungarn-Kreis, wenn man so sagen will, haben wir dann die beiden Reichsteile, die eigentlich weitgehend souveräne Staaten bilden. Sie sehen also mit eigener Regierung, eigener Gesetzgebung, staatlichen Institutionen bis weit herunter, wie wir es großteils kennen heute von sowohl modernen Staaten. Wir haben einen einheitlichen Verwaltungsapparat. Und wobei jetzt die beiden Teilstaaten unterschiedlich im Inneren aufgebaut waren. Ungarn hat sich immer stärker, ich will das jetzt nur ganz kurz sagen, zu einer Art Zentralstaat entwickelt, mit auftretenden Problemen, auf die wir aber hier heute nicht eingehen müssen. Das war aber sehr homogen, während die sogenannte österreichische Reichshälfte, die dann also nicht einmal mehr den Namen Österreich hatte, sondern offiziell hieß die sogenannten im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder. Das zwar deswegen, weil nur zwei Länder aus diesem Komplex den Namen Österreich im Namen führten, sonst nicht. Diese 17 Länder
bildeten dann Teile der österreichischen Reichshälfte, ich werde dann immer Österreich sagen, provisorisch. Wobei diese Länder aber jetzt nicht mit den deutschen Gliedstaaten vergleichbar sind. Das sind die gewissermaßen mehr oder minder Verwaltungskörper mit einer eigenen Legislative, die aber einer staatlichen Exekutive gegenübersteht und einer von oben nach unten strukturierten Verwaltungsapparat. Das heißt, wir haben zwar ein bisschen eine Landesexekutive, aber sonst nicht mehr, und dort in diesem Bereich gehören auch die Gemeinden rein. Diese Komplexität ist deswegen wichtig, weil wir hier nun zu den Aufgaben kommen. Und jetzt habe ich ein Problem, vermutlich, weil Sie aus der Ferne das nur mehr sehr schwer sehen werden können. Deswegen muss ich es ein bisschen referieren. Ich habe eben hier jetzt versucht, zunächst einmal oben die Fragen gegenüberzustellen, Deutsches Reich und in der rechten Spalte das, was die sogenannten gemeinsamen Angelegenheiten Österreich-Ungarn sind, nochmal mit Gegenüberstellung der Aufgaben und Gegenüberstellung der Finanzierung. Sie sehen also relativ ähnlich, dem Deutschen Reich gehört die Außenpolitik an, das gehört natürlich alles zum Reichskanzler und seinen Staatssekretären. Die Außenpolitik wird in Österreich-Ungarn vom Ministerium des Äußeren erledigt. Entsprechend Militär und Marine, Kriegs-Marine-Ministerium, die Verwaltung in Elsass-Lothringen, auch hier haben wir eine Ähnlichkeit ab 1878 mit der Verwaltung von Bosnien und Herzegowina, die durch das gemeinsame Finanzministerium zu erledigen ist. Dann formell ähnlich, also wir haben in Deutschland die Reichsbank als Notenbank, die interessanterweise direkt dem Reichskanzler untersteht und für die Währungsemission zuständig ist. Es ist also, das muss man hier mal hinweisen, es handelt sich noch um keine autonome Bank, auch ein Ausdruck der Stärke, das wir sehen werden. Rechts die österreich-ungarische Bank als gemeinsame Notenbank, die aber die vergleichsweise autonom ist und insbesondere als Nebennotenbank, insbesondere auch und auch für die Politik immer wieder schmerzlich spürbar für die Verwaltung der Staatsschuld zuständig ist. Beide haben den Schuldendienst zu erledigen. In die Kompetenz des Reichs in Deutschland gehören dann natürlich dann noch Sachen Zölle und Handel, die Wahrung der übergeordneten Interessen nach innen, nichts dergleichen in Österreich-Ungarn, Rechtssicherheit, keine Kompetenz in Österreich-Ungarn, öffentlicher Verkehr, nichts, Posttelegrafie, nichts in Österreich-Ungarn. Wir sehen also teilweise eine unterschiedliche Struktur, entsprechend auch die Einnahmen. Deutschen Reich Zölle, ganz wichtig, Konsumsteuern, indirekte Abgaben, Salz, Tabak, Branntwein, Zucker und Bier fallen, weitere kleine Steuern kommen dazu, dann einige Verkehrssteuern, dann die Erträge aus den Post- und Telegrafen-Einnahmen und dann als nächstes die sogenannten Matrikularbeiträge. Diese Matrikularbeiträge sind also jene, Sie erinnern sich, also der Reichstag verabschiedet das Reichsbudget. Es ist also ein parlamentarisches Budget, das natürlich eine Begrenzung hat nach Einnahmen und Ausgaben. Für den Fall, dass Ausgaben und Einnahmen nicht zusammenpassen, hatten die Länder den notwendigen Rest in Form der sogenannten Matrikularbeiträge zum Reichshaushalt beizusteuern. Diese sogenannten Matrikularbeiträge wurden entsprechend der Kopfzahl verteilt auf die einzelnen Länder und hatten dafür zu sorgen, dass der Reichshaushalt weitgehend ausgeglichen blieb. Nun ist es
allerdings so, dass man nicht annehmen darf, dass damit gewissermaßen der Entwicklung des Reichshaushaltes mehr oder weniger alle Tore geöffnet waren. Und vor allem deswegen, weil es natürlich die, wenn Sie so wollen, Opposition, auch die Opposition der Länder, nicht unbedingt begeistert war davon. Und so ist es dann dem Herrn Frankenstein, mit CK, um Verwechslungen zu vermeiden, Frankenstein gelungen, die sogenannte Frankensteinsche Klausel durchzusetzen. Diese Frankensteinsche Klausel besagt, dass also alle Zolleinnahmen des Reiches, die 1879, als diese Klausel erstmalig eingeführt wurde, den Betrag von 130 Millionen Mark überschritten, nach einem gleichen proportionalen Schlüssel an die Länder zurückzuverteilen zu gelangen hat. Das bedeutet also, dass das Instrument der Erhöhung der Zölle, dass das eben gerade am Ende der 70er Jahre auch aus anderen Gründen als politisches Instrument von Bismarck ganz gern eingesetzt wurde, dem Reich nicht zugute kam, sondern den Ländern. Und wir haben dann also lange Zeit, ich hätte die Zahlen geben können, wir können in der Diskussion später gern darauf hinkommen, wir kommen dorthin, dass wir sagen müssen, dass es mehr oder minder, es gibt Phasen, wenn das Reich Nettoempfänger ist und dann gibt es Phasen, wenn das Reich Nettozahler ist. Und das also auch später in den 90er Jahren, als diese Deckelung 96 und 97 zunächst auf 143 und dann auf 180 Millionen Mark erhöht wurde. Auch das hatte nur teilweise kurzzeitige Auswirkungen und die Länder, beziehungsweise die Gliedstaaten, entschuldigen, hatten also zogen teilweise größere Vorteile aus diesen Zollerhöhungen als das Reich selbst. Es ist dies ein Teil dessen, was ab und zu in der Diskussion erwähnt wird, das Reich als Kostgänger der Gliedstaaten, beziehungsweise das Reich auf dünnen Füßen. Wichtig ist, und das ist also für die weitere Diskussion auch wichtig, aber hier schon zu erwähnen, was dem Reich möglich war und Österreich-Ungarn als gemeinsame Monarchie nicht. Das Reich konnte sich auch noch des Kredites bedienen. Natürlich parlamentarisch gesichert, aber dennoch, also wenn die Mittel nicht zur Verfügung standen, war das Reich auch als Ganzes in der Lage, am Kapitalmarkt zusätzliches Geld aufzutreiben. Wenn wir nun für Österreich-Ungarn, wie ich gezeigt habe, diese Frage, bei den Einnahmen Österreich-Ungarns, das müssen wir noch zurückkommen, ganz kurz, haben wir eigentlich nur zwei Einnahmenformen für den Haushalt, und zwar die sogenannte Quote, die also ermessen, welchen Beitrag, gewissermaßen welche Reichshälfte für den gemeinsamen Aufwand beizutragen hat, in der auch die Zolleinnahmen oder ein Teil der Zolleinnahmen enthalten war. Und dann hatten die beiden Reichshälften für die sogenannte gemeinsame Schuld aufzukommen. Die gemeinsame Schuld ist also jener Schuldenberg, der aus der Politik der Jahre vor 1867, und wenn Sie wollen, also es ist teilweise weit zurückreichend von 1763 bis 1867, was sich aufgehäuft hatte, noch nicht getilgt werden konnte und gewissermaßen also dringend zu bezahlen war, will man das ganze Staatswesen erhalten. Es ist deswegen dringend, weil natürlich, wie Sie sehen, und dann auch nochmal gleich sehen werden, nahezu der gesamte Bereich des Militärwesens
beim Österreich-Ungarischen Reich war und nicht beim Teilstaat. Wenn wir also jetzt für Österreich-Ungarn diese Auslagerung, können wir gewissermaßen sagen, nicht ganz korrekt, aber doch, die gemeinsamen Angelegenheiten und die Bedienung der Staatsschuld, wenn man die gewissermaßen als ausgelagerte Verwaltungsbereiche betrachtet, also die nicht von den Gliedstaaten, sondern von den Gliedstaaten nach oben ausgelagert worden sind, aber praktisch von den beiden Reichsteilen zu finanzieren waren, so ist es mit ein wenigen Abstrichen und doch möglich, gewissermaßen das Deutsche Reich und die einzelnen Reichsteile miteinander zu vergleichen. Einigermaßen. Und ich will mich jetzt heute auch aus pragmatischen Gründen nur auf die österreichische Reichshälfte beschränken. Einfach erstens vermutlich wegen der Zeit und zweitens, weil ich von Ungarn zu wenig verstehe. Also noch weniger als über das andere. Die österreichische Reichshälfte umfasst also, wie gesagt, 17 Länder. Und diesen Ländern und ihren Landtagen oblag jetzt mehr oder minder der ganze gesamte Bereich der Besorgung der bürgernahen Verwaltung. Und insbesondere also das recht kostspielige gesamte Grundschulwesen. Die Finanzverwaltung dieser Länder beruhte auf dem alten Fondssystem. Und dieses Fondssystem bedeutete, dass die einzelnen Verwaltungszweige finanziert würden durch eigens errichtete bzw. bereits bestehende Verwaltungsfonds, die autonom abgerechnet wurden und wo der Landtag bzw. das Landesbudget nur die Aufgabe hatte, Abgänge dieser Fonds zu bedecken. Es bedeutet dies, dass es innerhalb der Landesfinanzen auch von den Zeitgenossen heftig kritisiertes System war von Geldverschiebungen, nicht sehr transparent, nicht sehr effektiv und für unseren Zusammenhang natürlich ganz bedauerlich, wir sind nicht in der Lage, auch nur einigermaßen genau einzuschätzen, welche Mittel für welche Verwaltungsbereiche gebraucht werden. Wir können nur tendenziell das einigermaßen sagen. Wichtig ist, dass sich, wenn man es misst jetzt an den Landesausgaben, die also nicht die gesamten Ausgaben ausmachen dadurch, dass diese Landesausgaben sich insgesamt zunächst einmal relativ bescheiden ausmachen. Bis 1890 etwa 10 machen alle Landesausgaben zusammen etwa 10% der gesamten Staatsausgaben aus. Es wächst dann und nach der Jahrhundertwende relativ schnell, 1905, können wir etwa von 15% ausgehen. Ja, diese Ziffern sind aber mit Vorsicht zu genießen. Die Tendenz ist aber eindeutig und wir werden dann nochmal darauf zurückkommen, wenn sich 1890 melden, dass hier eine Trendumkehr wird zur Vermehrung der Mittel, also in den Ländern für den bürgernahen Bereich. In mindestens eben solchen Größen müssen wir veranschlagen in Österreich, und das können wir leider derzeit auch nicht einschätzen, die Ausgaben im kommunalen Bereich, also die Ausgaben der ganzen Gemeinden und so weiter, die in Summe mindestens ebenso hoch zu veranschlagen sein dürften als jene der Länder. Eigentlich müssten wir sogar unterscheiden zwischen jetzt jenen schnell wachsenden Gemeinden und den jenen kleinen Kleingemeinden, die also relativ unberührt vom Zeitwandel geblieben sind und eigentlich kaum Bedarf hatten, weil die schnell wachsenden Gemeinden, die plötzlich einen sehr, sehr hohen und ich würde auch in manchen Sinne auch sagen, überlebenswichtigen Investitionsbedarf haben. Überlebenswichtig deswegen, weil es notwendig war, Minimalstandards in Bezug auf Trinkwasserversorgung,
Abfall- und Fäkalienentsorgung, auf Hygiene, öffentlichen Verkehr, Wohnbau, Reinhaltung der Luft und so weiter garantieren zu können. Das heißt, eine Gemeinde, die eine gewisse kritische Größe überschreitet, muss gewissermaßen nicht nur reglementierend den Alltag beeinflussen, sondern durchaus auch jetzt Institutionen schaffen, die das Überleben möglich macht. Oder ganz einfaches Beispiel: Im ländlichen Bereich ist die Tuberkulose eine lästige, aber eine Krankheit, an der ich nicht sterbe. Im städtischen Bereich kann es zur Seuche werden, wenn ich nicht die entsprechenden Maßnahmen ergreife. Das ist Lichtversorgung. Wasserversorgung ist ohnehin klar, also die regelmäßige Cholera und Typhus, Fäkalienversorgung und so weiter. Sachen, die im dünn besiedelten ländlichen Bereich kein Problem haben. Wir haben aber dazu jetzt für die Aufgaben im kommunalen Bereich wenigstens eine Richtlinie, wie sich das verteilt, nämlich für Preußen 1872 haben wir Ziffern, Anteil der kommunalen Ausgaben der Gemeinden an den Gesamtausgaben. Wir sehen also, insgesamt besteuern die Gemeinden, das ist die unterste Zeile, 45% der gesamten zivilen Ausgaben in Preußen bei. Ganz besonders viel im Bildungswesen, zweite Zeile, Sozial- und Gesundheitswesen, wirtschaftliche Entwicklung, aber auch zum zivilen Schuldendienst 22%. Also die Gemeinden sind prinzipiell ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und ich bin froh, dass ich wenigstens hier mal Vergleichszahlen finden konnte. Leider weiteres kann ich im gegenseitigen Moment nicht anbieten. Wenn wir nun die Entwicklung der Ausgaben im Reich und in Österreich-Ungarn anschauen, so zeigt sich zunächst, und wenn Sie sich erinnern jetzt an die Zeit vor 1840, eine unheimlich dynamische Entwicklung, also ein strichtes Ansteigen im Reich, diesmal das untere Diagramm, steigen die Ausgaben zwischen 81 und 1913 von gut 1,8 Milliarden Mark auf mehr als 8 Milliarden an, also vervierfachen sie sich. Das ist auch ich habe hier mit Absicht 81 genommen, weil wir sehen werden, dass 72 durchaus ordentliche Ausgaben die Kurve zunächst mal nochmal sinkt. In Österreich steigen die Ausgaben von 381 Millionen auf knapp 1,4 Milliarden 1910 an. Sind beide in der Lage, weitgehend die Budgets ausgeglichen zu halten. Also können wir davon ausgehen, dass die Einnahmen im entsprechenden Ausmaße angestiegen sind. Und das heißt natürlich dann nichts anderes. Wir haben in beiden Bereichen ein relativ ausreichendes Wirtschaftswachstum. Wenn die Wirtschaft nicht wächst, bekomme ich die Einnahmen nicht. Stellen wir aber nun die Ausgabenstrukturen gegenüber, dann sehen wir, wie stark sozusagen jetzt, ich verliere das jetzt nicht mit den vielen Strichen, aber wie unterschiedlich und wie entscheidend der unterschiedliche Ausgang der kriegerischen 60er Jahre geprägt war. Das Deutsche Reich, das ist diesmal die obere Tabelle, war nicht zuletzt auch dank der französischen Reparationen in der Lage, seine Schuldverpflichtungen schlagartig zu reduzieren. Das ist in der oberen Tabelle, dieser obere Strich, der da steil runtergeht. Und wir haben dann gewissermaßen eine Position, dass der Schuldendienst sich immer um plus minus 10%, also bis etwa 1905 bewegt,
und dann markant, was wir uns bitte noch merken werden, dann doch wieder, zwar unmerklich, aber doch markant angestiegen ist. Das Reich konnte mit zumeist, das ist dann die rote Linie, die zweite von oben, mit zumeist deutlich unter 25% der Ausgaben, das ist ja langfristig zunächst mal eine sinkende Tendenz, ein schlagkräftiges Heer erhalten, und diese Erhaltung dieses Heeres hat aber das Budget nicht außerordentlich beeinflusst. Das heißt, es bleiben jede Menge Mittel über für produktive Investitionen. Besonders schlicht haben wir die Sachen für Bildungswesen und für die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung, Entschuldigung, und auch für das Sozial- und Gesundheitswesen. Der gesamte Schuldendienst, ich habe schon darauf verwiesen, machte bis etwa 1906 zumeist nur etwas über 10%. Also das sind Werte, die also durchaus eine große Bewegungsfreiheit haben. Demgegenüber, jetzt kommen wir zur unteren Tabelle, ist der finanzielle Handlungsspielraum der Österreicher aufgrund des Ergebnisses des Krieges weiterhin extrem eingeschränkt. Sie sehen also ganz oben den militärischen Aufwand, der weiterhin lange Zeit an die 50%-Marke rührt, wo wir erst gegen 1890 ein stetiges Absinken sehen. Und wir sehen dann schon wieder zwei Tacken. 1870, das ist noch im Zusammenhang zu sehen mit der Stabilisierung des Reichs, aber insgesamt dann 1878, das ist die sehr, sehr kostspielige Okkupation, das ist diese Bosnien-Herzegowina. Und dann sehen wir noch einen zweiten Zacken, der ist ja etwa 1888 ist. Das ist im Zusammenhang mit der Bulgarien-Krise, also es erneut galt, eine militärische Bereitschaft herzustellen. Das ist dann schon im Zusammenhang mit der orientalischen Frage und dem Säbelrasen, das sind die über dem russischen Reich. Eigentlich müssten wir auch 1908 einen Haken sehen, den sehen wir aber als mit der Okkupationskrise von Bosnien-Herzegowina zweimal eine Teilmobilisierung notwendig war. Können wir aber deswegen nicht sehen, weil ich die Zahlen nach 1900 teilweise interpolieren musste, weil eben sie nicht vorhanden sind. Der Aufwand für den Schuldenberg, und das ist jetzt hier die oberste Tacke ist Aufwand für den gemeinsamen Schuldenberg und Kriegswesen. Das heißt, die gemeinsame Schuld auch dabei. Es kommt dann die Reichsverschuldung. Also den 1880er Jahren, späten 80er Jahren, 90er Jahren, ist dann wirklich endgültig gelungen, das Budget ausgeglichen hinzubringen, das heißt Defizite abzubauen. Das heißt, wir haben erst ab dem Zeitpunkt überhaupt die Möglichkeit zu sagen, wir beginnen ein wenig Bewegungsfreiheit zu gewinnen, indem wir das Budget ausgeglichen haben. Und der Haushalt sollte dann also tatsächlich bis 1908 etwa ausgeglichen zu bilanzieren. Wir sehen allerdings bereits zum Beginn der 1880er Jahre vermehrte Ausgaben im Bereich des Handelsministeriums. Das wäre hier die blaue Linie, die da eine Wellenbewegung macht, die in Zusammenhang steht mit einer Verstaatlichungswelle von Eisenbahnen.
Gut, und entsprechend dieser blauen Linie, das ist natürlich jetzt, ich gehe mal kurz auf, entwickelt sich hier eine neue Linie heraus. Das ist die sogenannte Reichsratsschuld. Und diese Reichsratsschuld ist gewissermaßen dieser Teil des Schuldendienstes, die das neue österreichische Parlament an neuen Anleiheformen nehmen muss, um sozusagen den laufenden Bedarf zusätzlich finanzieren zu können, um die Abgänge decken zu können. Und Sie sehen, die steigt zunächst mal relativ steil rauf, kann aber dann einigermaßen stabil gehalten werden und nimmt aber dann unmittelbar um 1910 plötzlich eine leicht steigende Tendenz ein. Bitte, darauf müssten Sie bitte darauf noch zu erinnern. Ab 1888 gibt es dann eine relativ gewonnene Bewegungsfreiheit, die dem Handelsminister zugute kommt. Und hier haben wir jetzt diese Form einer wirklich sehr, sehr intensiven Investitionstätigkeit, wenn Sie so wollen, in die neuen Technologien. Das heißt Eisenbahn, Kommunikation, Post, Telegrafie und Hafenausbauten. Diese blaue Linie wächst dann beständig an, knickt dann ab, aber dieser Knick hat damit zu tun, dass die Sektion Eisenbahn, die im Handelsministerium bestand war, in ein eigenes Ministerium 1896 umgewandelt wurde. Das ist dann diese Gründerlinie, die dann plötzlich auftaucht und dann ganz rechts an einer zweiten Stelle ist. Sie sehen also, hier haben wir wirklich dann plötzlich eine ganz, ganz intensive Investitionstätigkeit. Und nachdem es aber dann einigermaßen schafft, den Schuldendienst konstant zu halten, können wir gewissermaßen sagen, dass die Auswirkungen des Krieges einigermaßen in den späten 1880er Jahren, also der Niederlage des Krieges, einigermaßen in den 1880er Jahren in den Griff bekommen sind. Wir können also aus der Sicht der Staatsfinanzen, das ist jetzt eine gewagte These, die ich sagen, die Nachkriegszeit für Österreich nach 1866 ist in etwa 1888 bis 90 zum Ende gekommen. Und hier entwickelt sich dann eine Tendenz, wo wir dann sehen werden, dass die Zivilausgaben insgesamt allmählich über den militärischen Bereich übersteigen. Gut, ich werde jetzt ein wenig abkürzen, um noch eine wichtige Entwicklung möchte ich relativ zeigen. Ich habe also schon eingangs versucht, einen Zusammenhang zu bringen zwischen der Notwendigkeit für eine staatliche Existenz des Militäraufwandes und gleichzeitig, ich glaube, das müssen Sie mir jetzt so glauben, dem Problem, dass namentlich im 19. Jahrhundert der Militäraufwand steil zu steigen beginnt. Das heißt, ich muss als Staatsführer in der Lage sein, einen steigenden Militäraufwand zu finanzieren. Das bedeutet, ich kann diesen nur finanzieren, wenn die Einnahmen aus anderen Quellen in viel höherem Maße wachsen. Das heißt, es setzt letztlich voraus, es gibt einen inneren Zusammenhang, dass nur eine starke wachsende Volkswirtschaft in der Lage ist, einen konkurrenzfähigen Militäraufwand sich leisten zu können. Das ist also eine zentrale Gesetzmäßigkeit des 19. Jahrhunderts. Die Politik hat also
Und das zeigen auch diese Werte vorerst. Und bitte der Reichsschanze, bitte nur bis 1906 vorerst. Hat also weitgehend lange Zeit dieses Grundgesetz, jedenfalls das, was meine Werte aussagen, weitgehend beherzigt. Und wir können sagen, dass das also sicherlich, solange es gelungen ist, den Militäraufwand im ausreichend hohen, aber doch so gering wie möglichen Bereich zu halten, sich sozusagen einstellt, das, was ich wirklich sagen kann, wirtschaftliches Wachstum und gewissermaßen der eigentlich insgesamt der europäische Wohlstand des Findes Jäckel. Leider müssen wir feststellen, ist es nicht ganz dabei geblieben. Und wir können aber diese Verfolgung, diese Entwicklung zunächst einmal anhand der Renditenkurse verfolgen. Hier zunächst einmal für Österreich. Wir haben nochmal die Langzeit. Wir sehen zunächst einmal die einzelnen Schuldentitel. Wir haben also österreich-ungarische Anleihen und dann kommen spezifisch österreichische Anleihen. Sinken relativ rasch und pendeln sich in den frühen 90er Jahren ein. Dieses Sinken heißt, das Vertrauen der Anleiher steigt, das Geld wird billiger. Wir sehen hier noch einmal, ich verkürze das hier, noch einmal gerade den Zeichen von 78, viel deutlicher hier 88, die bulgarische Krise. Und hier 1918 sehen wir auch den kleinen Zeichen noch einmal, das ist die Annexionskrise. Die Anleger reagieren übersensibel auf militärische Abenteuer. Das ist also ist wirklich hier eins zu eins nachzuvollziehen. Und diese Sache ist also eine Sache, die wir auch im europäischen Vergleich sehen. Wir haben immer im Vergleich zur seinerzeitigen Leitwährung, der britischen Konsolenentwicklung. Und wir sehen hier links oben die französische Entwicklung im Vergleich, rechts oben Niederlande, links unten Preußen. Was wir sehen ist in den Jahren ab 83, 84 eine relative Konvergenz, also die anderen Kurse nähern sich an. Alle um diese Zeit deutlich niedriger als Österreich. Also Österreich hatte wirtschaftlich noch einiges, hätte wirtschaftlich noch einiges aufzuholen gehabt. Aber, und das bitte ich Sie genau zu beachten, gegenüber dem britischen Kurs. Diese Entwicklung nimmt hier eine enorme Reichweite. Das heißt, in sämtlichen europäischen Ländern, Sie können also davon ausgehen, dass es für die anderen auch gilt, wird das Geld teurer, deutlich teurer. Und das lässt sich also ganz, ganz eindeutig auf den am Ende des 19. Jahrhunderts einsetzenden Rüstungswettlauf zurückführen. Ich weiß nicht, wie weit es den Staatsmännern von damals bewusst war, dass diese Politik in Richtung einer großen Finanzkrise gerichtet war. Das weiß ich nicht. Nur was man hier sieht, und an dieser Entwicklung, die gewissermaßen während der ganzen Zeit, die Langzeitreihe ist von 1798, also vom Ende des 18. Jahrhunderts bis 1913, das ist sozusagen in dieser Form davor nie so langfristig nie stattgefunden. Ich weiß nicht, also dieser letzte Satz ist eine Spekulation, aber das, was ich hier zeige, ist eine bedrohliche Entwicklung gewesen. Danke. Ganz herzlichen Dank für diese Analyse und diese Präsentation, die ein Theorieanalyse. Dazu gibt es bisher wenig Forschung, die zeigt, dass nicht nur Kriege geführt werden,
und wie auch immer, gewonnen oder verloren werden, sie kosten. Und sie zeigen vor allen Dingen auch, dass es finanzpolitische, budgetäre Hintergründe gibt für eine Revolution 1948. Dass die Außenpolitik, Stichwort der Kernkrieg, der deutsch-französische Krieg oder eben auch eine einfache Okkupationskrise Bosnien-Herzegowina 1870 oder eine Annexionskrise 1908 sich bemerkbar machen beim Staatshaushalt. Interessant zu wissen, dass die Staatsausgaben kontinuierlich steigen, auch die Militärausgaben dann, 60er Jahre. Ich habe bei Preußen einen Zacken gesehen, 1862, bei der ersten Tabelle, das verweist auf die Heeresreform von Rohn, nehme ich an. Also nein, das ist schon der Weg zu 72. Das ist der Weg Richtung 71, 72. Also wir sehen, diese Zusammenhänge sind sehr relevant und der Hintergrund, wir müssen uns nicht nur mit unserer Geldbörse beschäftigen, unseren Ausgaben, unserem täglichen Haushalt, den wir im Auge behalten müssen, sondern eben auch die Staatshaushalte und die Gestaltung der Staatshaushalte, die Prioritätensetzung, auf welche Bereiche Wert gelegt wird, die sind zum Teil wohl auch die Vorgeschichte von Kriegsplanungen, steigenden Militärausgaben und zukünftigen militärischen Konflikten. Danke also für diese Ausführungen. Die Diskussion ist eröffnet. Bitte Fragen an unseren Referenten. Vielleicht noch eine Frage. Ist doch mal wichtig, dass die ganzen Ausgaben, die ganzen Finanzmittel alle noch Gold oder Silber gedeckt waren? Also, wir haben etwa um in den Jahren ab 70 rum einen allmählichen Übergang zur Goldwährung. Das hat insbesondere damit zu tun, dass wir einen großen Silberpreisverfall haben. Auch das amerikanische Silber ist überschwemmt im Markt. Und das Problem ist ja, womit eine Währung gedeckt ist prinzipiell gleichgültig. Das Schöne am Edelmetall ist, dass seine Vorkommen beschränkt sind. Das heißt, ich kann sozusagen Münzen nicht grenzenlos vermehren, was ich mit Papier machen kann. Das heißt, insofern gewinnt das Edelmetall einen gewissen Wert. Wenn ich aber jetzt plötzlich aus einer neuen Quelle vermehrt Metall zufließt, dann hat das kurzfristig einen konstanten Wert, zerstört aber die Preise und führt auch die Inflationswirkung. Das ist ein Teil des Übergangs und die Goldmenge war doch wesentlich zunächst besser zu beherrschen und damit kommt man zu einer Konvention der Währungen zueinander. Am Rande gesagt ist dieser Übergang zur Goldwährung auch eine der Zufälligkeiten, die dem österreichischen Finanzminister relativ geholfen hat, denn ein Großteil seiner Schulden war in Silber. Und wenn der Silberpreis plötzlich sinkt, ist natürlich die Tilgung etwas erleichtert gewesen. Also das hat natürlich auch einen Teil damit zu tun. Dann mit dem Goldstandard ab etwa dann sich durchsetzt, dann mit den 90er Jahren insgesamt, das ist natürlich die Sicherheit für den internationalen Handel auch. Und auch Österreich geht dann über in den Goldstandard mit der Kronenwährung. Ich habe die Preise aber hier immer in Gulden angegeben, damit die Vergleichbarkeit hinweist. Spannend fand ich das Stichwort Parlamentarisierung der Staatsverschuldung. Ist es verwegen, ist es zu weit hergeholt, wenn man einen Zusammenhang herstellt zwischen A, nicht nur den steigenden Staatsausgaben, sondern eben auch dem steigenden Bedarf an Deckung von Verteidigungsaufgaben und Ausgaben, dass damit eben auch immer stärker die Notwendigkeit wächst, die Rechte des Parlaments zu stärken. Das heißt, dass wir paradoxerweise einer möglichen stärkeren Tendenz der Parlamentarisierung, der Militarisierung verdanken. Ich erinnere nur an die Notwendigkeit der Bewilligung der Kriegskredite. Große Frage 1914 im Reichstag, wo auch die SPD vor der Situation steht. Wir kennen keine Parteien mehr, sondern nur noch ein Vaterland und sie stimmen zu. Ist der Zusammenhang paradox aufzulösen
Mehrheitlich. Zunächst ist die Parlamentarisierung oder gewissermaßen, wenn Sie so wollen, die Zivilisierung des politischen Lebens, also der Bedeutungszuwachs des zivilen Bereiches gegenüber dem politischen, militärischen Bereich, eindeutig der Parlamentarisierung geschuldet. Das heißt, Parlamentarier sagen, wenn wir schon hier, und das ist also ein in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zunächst ein ganz wichtiger Aspekt der Auseinandersetzung, der politischen Auseinandersetzung, der Landesfürst, der Kaiser wünscht von seinem Ministerpräsidenten nichts mehr und nichts ähnlicher, als dass er die Heeresvorlage durchbekommt. Und die gesetzliche oder parlamentarische Verabschiedung der Heeresvorlage kostet entsprechend natürlich einen politischen Preis zugunsten des Parlaments. Diese Sache funktioniert sehr gut und das ist sicher ganz, ganz zentral, also eine politische Begründung dafür, dass wir in den Übergang hingehen, auch zu diesen zivilen Institutionen, Staat, Interventionsstaat, wenn Sie wollen, der also, ich muss das also abkürzen, der also in diese Richtung geht, dass gewissermaßen durch den Staat eine immer größer werdende Quote der gesamten Volkswirtschaft verteilt wird. Das ist das Adolf Wagnersche Gesetz und das ist eine Diskussion bis heute, gewissermaßen wie viel Privatverträge der Staat oder umgekehrt. Das Problem ab 1900, das dann einsetzt mit den wachsenden Militärausgaben, hat, und das glaube ich schon, damit zu tun, dass öffentliche Meinung und dadurch parlamentarische Parteien plötzlich beginnen, und zwar in einem internationalen Bereich überall, dem Vernehmen nach zu sagen, naja, eigentlich sind wir Staat und wir besinnen uns auf unsere Staatszwecke. Das heißt, die Öffentlichkeit beginnt sich plötzlich für die Militarisierung des Staates zu begeistern. Warum das so ist, da muss man andere Begründungen suchen. Also wir erkennen natürlich die Frage Flottenverein, Wiederaufrüstung. Man müsste sich im Einzelnen anschauen, wie es insbesondere in Großbritannien ausgeschaut hat. Aber die Zahlen sprechen in eine eindeutige Richtung. Frankreich und die übrigen Großmächte natürlich auch. Ja, man müsste es im Einzelnen anschauen. Aber ganz offensichtlich ist, die Öffentlichkeit beginnt sich für militärische Ausgaben zu begeistern. Was aber dann ganz spannend ist und eine offene Frage ist, die Anleger sind nicht sehr begeistert. Also das Vertrauen in den Staatskredit sinkt. Und hier wäre natürlich auch weiterhin die Frage, die ich jetzt überhaupt noch nicht beantworten kann, sinkendes Vertrauen in den Staatskredit heißt Kapitalflucht da wohin. Das heißt, es könnte irgendwo sein, dass die Staatsanleihen billiger werden. Irgendwann ist lieber das Kapital deponiert als in kriegsbereite Gesellschaften im Zentrum Europas. Frage an den Referenten. Herr Heinrich, bitte. Ja, Sie haben ja jetzt zuletzt so eine Wechselwirkung von wirtschaftlichen Entscheidungen und politischen Konsequenzen aufgezeigt, was ich sehr interessant finde. Ich habe in der Fachliteratur bisweilen gelesen, dass Rüstungsausgaben ja durchaus belebend seien für einzelne Volkswirtschaften. Sie differenzieren das ja und deuten schon eigentlich eher das Gegenteil an. Gehe ich zu weit, oder? Sie haben vollkommen recht. Meine Frage vielleicht, lässt sich die These aufstellen und vielleicht dann auch entsprechend untermauern, dass Rüstungsausgaben eigentlich eher eine Volkswirtschaft schädigen und daher auch politisch eher negativ zu bewerten sind? Rüstungsausgaben schädigen. Rüstungsproduktion nicht, dann wenn es in den Export geht. Das ist ein Zentrales. Also, wenn ich als Volkswirtschaft sozusagen meine Rüstung sogar importiere, schädige ich mich doppelt, weil sogar, also nicht nur das Kapital entziehe, sondern gewissermaßen auch Produktion einstelle. Wenn ich umgekehrt im glücklichen Fall bin, Rüstung zu produzieren und selbst nicht zu verbrauchen, dann steigt natürlich meine Volkswirtschaft enorm, weil ich natürlich Waren und Dienstleistungen schon außen zusätzlich reinbringe in den Wirtschaftskreislauf.
Allerdings, es gibt fürs 19. Jahrhundert. Also. Auch erwähnt wurde der Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum, das notwendig ist, um die steigenden Ausgaben für Militär, Verteidigungszwecke, Kriegsambitionen usw. zu decken. Heißt das nicht aus, dass ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn da ein Entspannungsfeld entsteht, dass es nicht mit den Eigenmitteln und vielen anderen Möglichkeiten, sich zu bedienen, das nicht ausreicht, dass ich automatisch expandieren muss, dass ich automatisch auch Territorialgewinn anstreben muss, um neue Steuereinnahmen zu rekurrieren? Verweist das nicht auf die Expansionspolitik des Dritten Reiches hin, das ja in einer prekären budgetären Situation war, Mehrvorwechsel, sich selber Anleihen bis zu einem gewissen Grad noch geben konnte, aber dann im Grunde expandieren musste, um die Devisen- und Goldbestände anderer Nationalbanken zu rekurrieren, etc. etc. Dieser Sachzusammenhang? Das ist möglich, aber ich könnte nur spekulativ. Rudolf Herbst hat zu dem Thema gearbeitet, zu diesem Zusammenhang. Was ich ganz spannend fand, der Erste Weltkrieg, der von, wenn ich das richtig verstanden habe, 1756 bis 1763 gedauert hat und erst mit dem Frieden von Hubertusburg ein vorläufiges Ende fand und dass die Folgewirkungen praktisch ja, über Jahrzehnte weiterwirken und dass auch Österreich, das wusste ich nicht, an der Niederlage von 1866 budgetär bis in die 80er Jahre zu arbeiten hatte, um einigermaßen wieder Handlungsspielraum zu bekommen. Wenn man diesen Zahlen vertraut, wenn man diesen Statistiken vertraut, Churchill soll immer gesagt haben, er glaubt keiner Statistik, weil die alle gefälscht sind, aber das glaube ich in dem Fall nicht, außer der eigenen Statistik, der vertraut hat. Ich denke, dass wirklich das, was Herr Heinrich angesprochen hat, für uns viel zu wenig bisher in der historischen Betrachtung eine Rolle gespielt hat, das Schauen auf die Bilanzen, die Frage der Verschiebung der Komponenten in den Staatshaushalten, nicht nur, wenn man so will, Hintergrundfolien bilden für das Geschehene, sondern eben auch schon antizipatorisch erkennen lassen, in welche Richtungen es geht. Waren dann die Kriegsminister, wie sie damals ehrlicherweise hießen, die Verteidigungsminister wie heute, auch ein Faktor, den man dann in eine Analyse einbeziehen muss, die Abstimmung mit den jeweiligen Ministerpräsidenten und Reichskanzler. Gibt es da noch Querverbindungen, die man herstellen kann? Natürlich, also die politischen Prozesse sind im Einzelnen immer dann getrennt davon zu analysieren. Und diese Frage ist also, ich bin leider nicht dazugekommen, das mir auszuführen, aber diese, wenn Sie so wollen, Seismogramme von politischen Erschütterungen. Es ist immer wieder sehr stark die Frage, wie weit den unmittelbaren Beteiligten diese ganze Situation überhaupt bewusst war. Bei den Kriegsministern ist natürlich zusätzlich das Problem, Kriegsminister sind in der Regel Militärs. Und Militärs kennen, ich möchte jetzt nicht mehr zu nahe treten, aber eigentlich haben Militärs weniger Interesse an der Form, wie der Aufwand aufgebracht wird. Sie wollen, stellen sich nämlich vor, es muss da sein. Das ist ein Wesen eines Militärs. Deswegen ist auch die Tendenz vielleicht etwas größer, zu besonderen außerordentlichen Maßnahmen zu greifen, also Requirierungen, Zwangsenteignungen, Zwangsanleihen und so weiter. Also plötzliche Panikreaktionen, die langfristig natürlich ganz katastrophale Auswirkungen haben können. Aber was ich auch gelernt habe heute Abend, dass Reformpolitik, Reformdruck ein Ergebnis von Sparzwängen ist und das in erhöhtem Maße auftreten kann. Also man kann sich dann mal fragen, welche Reformen hatten wir denn in den letzten Jahren? Universitätsreformen, Studienreformen, Bologna-Prozess, ich weiß nicht, was waren das für Reformen? Hoffentlich waren da keine anderen Absichten dahinter, als nur zu reformieren. Aber das scheint auch ein spannender Zusammenhang zu sein, den man hinterfragen kann. Denn Reformen kosten ja wieder auch was, das ist ja das Problem. Also damit nur einsparen zu wollen zu können, ist ja auch ein Irrtum. Netto-Kosten oder Brutto-Kosten? Also hier fallen auch entsprechende Kosten an. Nun, wir haben also, denke ich, heute einige doch interessante, ich finde, aufschlussreiche
Zusammenhänge aufgezeigt bekommen, die wir so bisher in acht Jahren Europagespräche so nie aufgezeigt bekommen haben. Es gibt offensichtlich einen Mangel an Finanz- und Staatshaushaltsgeschichte, der hier mit einem bilateralen Vergleich, wenn man so will, Preußen, Deutsches Kaiserreich, Österreich, Ungarn, dafür nur die Cisleitanische, die österreichische Reichshälfte aufgezeigt werden konnte. Aber ich denke, es sind Tendenzen klar geworden, es sind Entwicklungslinien klar geworden, die verdeutlichen können, oder zeigen sich am Horizont ein anderes Bild ab, was hat denn dann der Zweite Weltkrieg auch für Folgekosten bedeutet. Wann konnten sich die europäischen Nationalstaaten wieder einigermaßen erfangen und rekonsolidieren mit anderen Rahmenbedingungen, warum es dann nicht mehr solche Reparationsszenarien gegeben hat wie nach dem Ersten Weltkrieg, die Leute dann vielleicht auch für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg eher ein. Es gab amerikanische entsprechende Wiederaufbauhilfe in enormem Maße für Westeuropa. Also hier zeichnen sich, denke ich, noch ganz andere Perspektiven am, wenn man so will, zeithistorischen Horizont hat. Also es gibt aber ein ähnliches Problem, das mir doch teilweise wesentlich sympathischer ist. Aber es gibt natürlich dann einen, man kann auch sagen, unter dem Schutz des Bündnisses, einen plötzlich aus dem Nichts erwachsenen ganz anderen Kostenfaktor, der eben auch nicht unbedingt produktiv ist. Das ist der ganze Bereich des Sozialstaates. Transferleistungen, die sind notwendig, aber ich habe es irgendwann mal angeschaut, also in Österreich hat der Bereich der Transferleistungen heute 70% der Ausgaben. Bei wachsender Tendenz und die Staatseinnahmen kommen nicht nach. Da ist ein sehr sympathisches, nicht im militärischen Bereich geht. Der militärische Bereich hat praktisch 0%, wird nochmal eingespart. Aber hier entwickelt sich ein teilweise ähnliches Szenario und manche Sachen sieht man ja auch in der anderen europäischen Staatenwelt. Aber müssen Staaten praktisch ihren Militärhaushalt drosseln, senken, um überhaupt noch Sozialstaaten und Wohlfahrtsstaaten zu sein? Ich denke, Sie sind derzeit nicht mehr in der Lage, den Haushalt zu drosseln, weil die Summe nicht mehr da sind. Das heißt, vergleichsweise ist auch der jedenfalls bei Österreich der Wissenschaftshaushalt, den kann man kurz drosseln, aber es ist also eine kosmetische Größe, weil es nicht ins Gewicht fällt. Also, hier das sind dann wirklich politische Prozesse, wer setzt sein Interesse am besten und im Sinne der politischen Preise und Erträge am besten durch. Ob das für die mittelbare und langfristige Zukunft der Gemeinwesen immer das Beste ist, das können natürlich nur Historikerinnen und Historiker ex post beurteilen, wenn es sehr diplomatisch ist. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie keine weiteren Fragen mehr haben zu diesen sehr aufschlussreichen, dankenswerten Ausführungen unseres heutigen Referenten, an Peter Hühe, möchte ich mich sehr herzlich bedanken für diese intensive Arbeit, die du in diesen Vortrag hineingesteckt hast. Das waren einige Monate an Forschungsarbeit. Das sind sozusagen die ersten Perspektiven, die sich hier durch diesen schön auch statistisch-tabellarischen Gegenüberstellungsprozess hier verdeutlichen ließen. Möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die Präsentation und auch für die Bereitschaft, noch den einen oder anderen Aspekt hier anzusprechen. Ich sehe keine Fragen mehr und darf darauf hinweisen, dass für dieses Semester damit die Europagespräche ein Ende gefunden haben, das werden wir fortsetzen. Und das ist noch erwähnenswert, wir beginnen am 20. April wieder im Sommersemester, aber nicht um 18 Uhr, sondern schon um 16 Uhr werden wir eine Führung haben im Dom, weil uns dort Professor Dr. Brandt führen wird und speziell den Hezilo-Leuchter zeigen wird, ein Radleuchter, benannt nach dem Hildesheimer Bischof Hezilo. Das ist der Auftakt dann für einen Vortrag hier um 18 Uhr am 20. April, wo uns ein Kunsthistoriker den Hezilo-Leuchter im Hildesheimer Dom und die Idee des himmlischen Jerusalems aus kunstgeschichtlicher Sicht vorstellen wird. Sie sehen schon, die Europagespräche im Sommersemester 2015 stehen im Zeichen auch des Jubiläums. 1200 Jahre Bistum Hildesheim, das auch zum Stadtjubiläum ernannt wurde. Und
einige Vorträge widmen sich dieser Thematik, aber auch viele andere wieder mit aktuellerem Europabezug. Die Programme, die aktuellen, lege ich Ihnen hier zur freien Entnahme. Nochmal ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse an dieser Vortragsreihe. Dank für Ihr Durchhaltevermögen bis zum Ende, nicht zum bitteren, sondern zum interessanten Ende am 2. Februar heute. Und nochmal Dank Hans-Peter Hühe für die Präsentation und auch für die Bereitschaft zur Diskussion. Herzlichen Dank.